An dieses Formel-1-Rennen von Japan wird man nur ungern zurückdenken. Nach seinem schweren Unfall muss der Franzose Jules Bianchi am Kopf operiert werden. Der Marussia-Pilot war kurz vor Schluss des Rennens von Suzuka von der Piste gerutscht und unter einen Bergungskran geraten. Mehrere Medien berichten, Bianchi sei in Lebensgefahr. Das Rennen begann schon unter erschwerten Bedingungen. Wegen starken Regens ist der Start nur hinter einem Safety-Car möglich. Einige Fahrer, darunter auch Felipe Massa, fordern schon frühzeitig einen Rennabbruch wegen extremer Wassermassen auf der Strecke. Zwar hört es während des Rennens auf zu regnen, doch gut 15 Runden vor Schluss fängt es wieder an. Dann rutscht Adrian Sutil von der Piste. Und als dessen Auto mit einem Kran aus dem Kiesbett gehoben werden soll, fliegt Bianchi genau in der Kurve auch raus und schlittert mit seinem Wagen genau unter den Bergungskran. Ganz großes Pech für den Franzosen, um dessen Gesundheit nicht nur die Fans der Formel 1 nun zittern.